Guten Tag, liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Donnerstag. Ja, heute kommen wir zur 529. Geschichtsstunde von Egon und zur 11. Stunde zur Weltgeschichte. Ja, bevor ich loslege, ein aktuelles Thema habe ich und dann noch mal was Spezielles. Ja. Es sind wieder 7 IS, jetzt nennt man sie Sympathisanten, nicht mehr Kämpfer, damit es nicht ganz so bedrohlich sich anhört. IS-Sympathisanten nach Deutschland abgeschoben worden. Also der Islamische Staat ist so langsam im Aufbau, mitten in Europa, in Deutschland, dank unserer Demokraten und ihrer Werte, die sie ja vertreten, die da heißen, ein Wert dieser Gesellschaft ist, dass der normale Bürger halt Terroristen aus aller Welt aufnehmen muss, ist ja ein dieser Werte, dieser grüne Linke, CDU, CSU, FDP und SPD ganz vehement vertreten. Normale Menschen sagen, Terroristen haben in unserem Land nichts zu suchen. Leute, die die Ideologie vertreten, dass wer ein Ungläubiger ist, den Kopf abgeschnitten bekommen muss oder als Sklave für diese Leute den das Leben finanzieren muss. Aber gut, das sind die Werte unserer demokratischen, freien Gesellschaft. Ja, viel mehr muss ich dazu nicht sagen. Kann sich jeder seinen Reim drauf machen, was wir hier für eine Wertegesellschaft geschaffen haben. Ja, und dann kam gerade noch, bevor ich jetzt hier losgelegt habe, im ARD ZDF Mittagsmagazin heißt es, glaube ich, der Herr Lesch. Ja, der Herr Lesch, das ist so ein typisches Beispiel dafür, wie der charakterliche Verfall eines Menschen stattfindet, wenn er sich in die Fänge dieses Regimes begibt. Ja, Herr Lesch, ich habe Sie immer gerne geguckt, als Sie noch Fakten vermittelt haben, wo Sie wirklich noch einfach nur Wissenschaft und Erkenntnisse aus der Wissenschaft vermittelt haben. Damals durften Sie nur in dritten Programmen und ja, jetzt muss ich wahrscheinlich gleich niesen, falls es kommt, sage ich rechtzeitig Bescheid, kitzel ein bisschen in der Nase. Als sie noch Fakten ermittelt haben, durften sie noch in dritten Programmen oder Spartensendern auftreten. Ja, und nun, seitdem sie, so circa seit einem Jahr habe ich das festgestellt, auch diese Klimakatastrophen-Untergangsszenerie mit befeuern, habe sie ja mal in der Talkshow gesehen, haben sie jetzt ihren Platz in der ersten Reihe bekommen im ZDF. Und an Herrn Lesch können wir schön wunderbar erkennen, das ist ein wunderbares Paradebeispiel dafür, wie dieses Regime, dieses System funktioniert. Du hast die Wahl, entweder immer im Spartenprogramm oder am Rande der Gesellschaft weiterzustehen, wenn du deinen Überzeugungen treu bleibst. Du kannst aber auch das nachbrabbeln, was oben gewollt ist. Du kannst dem Regime dienlich sein, dann bekommst du deinen Platz in der ersten Reihe und steigst auf in dem Fall die besten Sendezeiten von ARD und ZDF und darfst auch in Talkshows auftreten und bekommst vielleicht noch in irgendwelchen Abendbelustigungsshows deinen Auftritt etc. als der Wissenschaftler, der alles weiß. Und ja, so kommt dann auch diese Zahl zustande, die man uns immer sagt, dass die Mehrheit der Wissenschaftler diese Klimakatastrophen Untergangsszenerie vertreten, weil der Herr Lesch ist ja nur ein kleines Beispiel davon oder ein Beispiel davon, ein bekanntes Beispiel davon, wie dieses System läuft, weil natürlich eine große Zahl der Menschheit erstmal seine eigene Leben, sein eigenes Existenz sieht und dann ist es halt sehr verführerisch zu sagen, ich mache mir den leichten Weg, damit ich anerkannter Forscher und Wissenschaftler bin. Und werfe all meine Überzeugungen über Bord, und schon zähle ich zu den
seriösen Wissenschaftlern, wenn ich mich den Meinungen anschließe, die diese kleine Elite, die mit ihrem Geld alle kauft, und meistens halt leider ist nachweisbar zu einer gewissen Gruppe gehört, nicht alle, aber meistens, und die damit gute Geschäfte machen will. Und so funktioniert das System. Und die, die halt sich da nicht kaufen lassen, das ist leider oftmals die Minderheit und das sind dann die unseriösen Wissenschaftler. Das dazu, und jetzt kommen wir wieder zu den Fakten, Herr Lesch, und nicht zur politischen Indoktrination von Wissenschaftlern, und zwar zur, wie gesagt, 11. Geschichte, zur 11. Stunde zur Weltgeschichte. Gestern hat man ja geendet mit dem großen Thema. Erdkruste schiebt sich zu ersten Gebirgszügen auf. Das war um 3200 Millionen Jahre, beziehungsweise 3,2 Milliarden Jahre bis 2500 Millionen Jahre oder auch 2,5 Milliarden Jahre vor heute. Und heute geht es weiter um 3200 Millionen Jahre oder aber auch 3,2 Milliarden Jahre bis 2500 Millionen Jahre oder aber auch 2,5 Milliarden Jahre vor heute vor Formen der Tiefseegräben. Zwischen den zwar weiterhin stetig wachsenden, aber immer noch vergleichsweise recht kleinen Festlandskernen erstrecken sich während des Archaikums in Klammern 4000 bis 2500 Millionen Jahre vor heute, Klammer zu, ausgedehnte Meeresbecken. Sie sind nicht nur durch Sedimentationsbecken in der Umgebung der Festlandskerne, sondern auch durch sogenannte Störungszonen charakterisiert. Diese durch tektonische Bewegung entstandenen Fugen strukturieren den Ozeanboden und gelten als Vorformen der heutigen Rift- und Grabenzonen. Im Erdinnern nimmt während des Archaikums die Menge der radioaktiven Stoffe ab, die bei ihrem Zerfall Wärme erzeugen. Dieser Prozess führt allmählich zur Abkühlung der Erdkruste im Erdinnern und wird jedoch immer noch etwa doppelt so viel Wärme produziert wie in heutiger Zeit. Muss ich nochmal lesen, ist ein bisschen die schlechte Betonung gewesen. Im Erdinnern nimmt während des Archaikums die Menge der radioaktiven Stoffe ab, die bei ihrem Zerfall Wärme erzeugen. Dieser Prozess führt allmählich zur Abkühlung der Erdkruste. Im Erdinnern wird jedoch immer noch etwa doppelt so viel Wärme produziert wie in heutiger Zeit, jetzt war es besser betont, um es besser zu verstehen. Die davon angetriebenen Magmaströmungen sind entsprechend stark, während die Erdkruste wesentlich instabiler und beweglicher ist als heute. Hinzu kommt, dass die ozeanische Kruste entlang der weit verbreiteten Störungszonen besonders dünn und zerbrechlich ist. All dies führt dazu, dass es besonders in den Störungszonen immer wieder zu intensivem untermeerischen Vulkanismus kommt, bei dem sich sogenannte Kissenlaven bilden. Diese Laven, in Klammern auch als Pillow-Basalte bezeichnet, Klammer zu, zeigen an ihrer Oberfläche ein charakteristisches, an Kissen erinnerndes Muster. Die Schlauch- bis kissenartige Form entsteht typischerweise bei der raschen Abkühlung und Erstarrung von Lava unter Wasser. Entsprechende Beispiele finden sich auch heute noch an verschiedenen geologisch aktiven Stellen im Bereich der ozeanischen Riftzonen. In der Umgebung der untermeerischen Störungszonen nimmt als Folge des untermeerischen Vulkanismus die Decke der Erdkruste deutlich zu. Dabei entsteht vermehrt ozeanische Kruste. Durch den sich ausdehnenden Meeresboden bildet sich in den sogenannten Subduktionszonen der Festlandskerne, in Klammern Subduktion ist das Abtauchen einer Lithosphärenplatte
an einer Tiefseerinne, Klammer zu, neue kontinentale Kruste, an deren Rand sich Gebirge oder Grünsteinfolgen bilden können. Grünsteingürtel bestehen aus vulkanischen Gesteinen und Sedimentserien. Ihre Farbe verdanken sie dem metamorphen Mineral Chlorit. Und bevor wir ein Bild dazu zeigen, nehme ich einen Schluck aus dem Milchglas. War gleich ein langer Abschnitt. Kriegt man eine trockene Zunge beim Lesen. Und noch ein Schlückchen Kaffee. Und auch ein Bild dazu, da sehen wir die Erde eigentlich schon so, wie sie heute aussieht. Diese Reliefkarte des Meeresbodens zeigt unter anderem die Tiefseegräben, die sich im Bereich der Kontinentalränder erstrecken. Ja, da kann man so sehen, diese geriffelten, geschlängelten Gebiete und ja, da sieht man die Strukturen der Erdkruste, die unter dem Meer liegt, aber die auch zu verschiedenen Zeiten über dem Meeresspiegel lag, also Festland war. Wie ich es immer sage, die Erde lebt, die Erde verändert sich. Auch wenn ein Herr Lesch sich jetzt hat offenbar von den Vertretern der Klimakatastrophenuntergangsszenerie hat kaufen lassen, verändert sich in die Fakten kein bisschen. Ja, weiter geht's. Um 3.200 Millionen Jahre oder aber auch 3,2 Milliarden Jahre vor heute. Hitzebeständiges Leben. Auf der Erde existieren bereits verschiedene Ökosysteme. In der Nähe von Vulkanen bilden sich Gebiete mit Wassertemperaturen bis zu 100 Grad Celsius. Hier entstehen hyperthermophile Bakterien, die bevorzugt in heißem Wasser leben. Möglicherweise sind Hyperthermophile die ersten Lebewesen dieser frühen Periode der Erdgeschichte und weiter verbreitet als andere Bakterien. Mit Abkühlung der Erde schrumpft auch der Lebensraum der Hyperthermophilen zusammen. Entsprechend selten sind die Spuren, die sich heute von dieser Lebensform finden lassen. Den Rekord für die höchste Überlebenstemperatur halten momentan Mikroben vom Stamm 121, die auch ein Erhitzen auf 130 Grad Celsius überstehen. Ebenfalls um 3.200 Millionen Jahre oder aber auch 3,2 Milliarden Jahre vor heute. Vorderindien faltet sich. Die ältesten Faltengürtel Vorderindiens entstehen. In Südindien dauert dieser Prozess bis vor 2.800 Millionen Jahren an und bildet die Dharva-Gruppe, in der Grünsteine enthalten sind. Die Iron-Ore-Gruppe in West-Kalkutta ist ungefähr gleich alt und enthält wirtschaftlich bedeutende Bändereisenerze. In Klammern Englisch. Banded Iron Formations, Abkürzung BIFS, Klammer zu, hatten wir schon mal. Der Forschung dienen Bändereisenerze zur Identifikation klimatischer Vorgänge im Präkambrium. Sie dokumentieren unter anderem Schwankungen im Sauerstoffgehalt. Das Alter der zentralindischen Vindhyan-Gruppe ist umstritten. In den 4000 Meter mächtigen Schichten sind viele Tillit-ähnliche Gesteine enthalten. Im oberen Teil befindet sich zudem ein reiches Fossilienlager. Also auch der indische Subkontinent beginnt sich langsam zu bilden, so wie wir ihn heute kennen. Und nun kommen wir wieder zu einem Fokus. Leben aus dem All? Fragezeichen.
Kritik an der Ursuppentheorie. Stanley Millers Ursuppenrezept ist bis heute umstritten. Kritiker bezweifeln, dass die Zusammensetzung der auf der Erde vorhandenen Ausgangsstoffe zu dem von Miller im Labor nachgestellten Ergebnis führen kann. Eine alternative Theorie zur Entstehung des Lebens auf der Erde geht von einem außerirdischen Ursprung aus. Einer der populärsten Gegner der Ursuppentheorie ist Fred Hoyle. Der britische Astrophysiker behauptet, die Annahme, das Leben sei durch Zufall in den Urozeanen entstanden, sei genauso unwahrscheinlich, Zitat, als wirble ein Tornado auf einem Schrottplatz einen Jumbojet zusammen, Zitat Ende. Nach der Theorie von Hoyle hätten Meteoriten und Kometen die ersten Bausteine des Lebens auf die noch junge Erde gebracht. Gestützt wird diese These von handfesten Beweisen. So enthielten Meteoritentrümmer, die 1969 auf die australische Kleinstadt Murchison stürzten, Aminosäuren. Einige Wissenschaftler stellen sogar die Theorie auf, dass Himmelskörper ganze Organismen auf die Erde brachten. Na, schau an, vielleicht ist es ja so, dass die in der Weltgeschichte Erfindungen etc. gemacht haben, von dieser außerirdischen Aminosäure abstammen und der Rest ist so über diesen Weg, wie man kennt, entstanden und ist die erdenangehörige Aminosäure. Ja, kann durchaus sein. Hört sich zwar rassistisch an, aber wäre eine Theorie, die ja diskutiert werden muss. Wenn wir nicht in einer bekloppten Gesellschaft leben würden, in einer bekloppten Welt zurzeit, wo alles, was die Obrigkeit anzweifelt, Verschwörungstheoretiker sind und alle, die diese Gleichmacherei anzweifeln, Rassisten sind. Ne? Ja, weiter geht's mit der Unterüberschrift. Kometen bringen Leben. Unzweifelhaft stellen Kometen, steht hier. Ich denke mal, sie meinen Kometen, das ist bestimmt ein Schreibfehler. Unzweifelhaft stellen Kometen Himmelskörper mit Einschlüssen aus Staub und zu Eis gefrorenen Gasen, gelegentlich Dirty Snowballs genannt, geeignete Transportmittel für die Bausteine des Lebens dar. Sie sind Materiebrocken, die vom Rand unseres Sonnensystems aus dem Gebiet der Oortschen Wolke und dem Kuipergürtel stammen. Stoßen die in regelmäßigen, aber exzentrischen Bahnen um die Sonne kreisenden Kometen mit anderen Himmelskörpern zusammen, zerbersten sie in kleine Bruchstücke, aus denen sich gefährliche Geschosse bilden können. Die Atmosphäre der Erde stellt einen gewissen Schutz vor diesen unkontrollierbaren Bruchstücken dar. Asteroide mit geringer Dichte zerbersten und verglühen beim Eintritt. Viele hinterlassen nicht mehr als eine Wasserwolke. Genug immerhin, um die Erde mit den Bausteinen des Lebens zu impfen. Auch brechen immer wieder dichtere extraterrestrische Festkörper durch die Erdatmosphäre. Die Meteorite. Einschläge von Meteoriten waren in der Frühphase der Erdgeschichte sehr häufig. Zumindest zeitweise war die Erde einem regelrechten Bombardement aus Meteoriten ausgesetzt. Damit erhält die Theorie von einem außerirdischen Anstoß des Lebens auf der Erde Rückendeckung. Substanzen wie Aminosäuren wären demnach das Ausgangsmaterial, aus dem über einen Zeitraum von Milliarden von Jahren höhere Lebensformen entstehen konnten und vielleicht anderswo noch können. Und da haben wir gleich zwei Bilder. NASA-Grafik eines Eiskörpers, in Klammern Dirty Snowball, Klammer zu. Mit Kometen gelangen Aminosäuren aus dem All auf die Erde. Wer weiß, vielleicht sind wir
Außerirdische aus fernen Zeiten. Alles ist möglich, wenn der Geist offen ist und wirklich Forschung betrieben wird und nicht ideologisierte Pseudowissenschaft. Hier haben wir noch ein zweites Bild. Der Astrophysiker Fred Hoyle glaubt nicht an die Ursuppe. Also heute wäre ein Verschwörungstheoretiker, der Herr Fred Hoyle. Weil er glaubt nicht an das, was die Mehrheit meint, richtig zu sein. Und weiter geht's mit der letzten, mit dem letzten Abschnitt aus diesem Fokus. Die Urpizza. Eine Pizza haben wir jetzt. Ernsthafte Konkurrenz bekommt die Ursuppentheorie in jüngster Zeit nicht nur aus den Tiefen des Alls, sondern auch aus der Tiefsee. Der Patentanwalt Günther Wächtershäuser schlug in den 1980er Jahren erstmals vor, dass das Leben in vulkanischen Quellen der Tiefsee, den sogenannten Black Smokers, entstanden sein könnte. Obwohl Wächtershäuser nur als Hobbyforscher tätig ist, fand seine Theorie in Fachkreisen Anerkennung. Seinem Szenario zufolge sind die ersten organischen Moleküle an der Oberfläche von heißen Pyritkristallen entstanden. Angeheftet an diese Schwefel- und eisenhaltigen Mineralien hätten einfachere Moleküle dann leicht zu komplexeren Verbindungen reagieren können. Diese sogenannte Ur-Pizza-Theorie löst überdies das Problem der Aktivierungsenergie, die für die Reaktion zu komplexen organischen Molekülen benötigt wird. In Millers Experimenten wurde sie relativ sporadisch durch Blitze geliefert. In den untermeerischen Schloten könnte es jedoch eine kontinuierliche Energieversorgung gegeben haben, denn dort reagieren Eisensulfid und Schwefelwasserstoff ständig zu Pyrit und Wasserstoff. Bei diesem Prozess wird Energie freigesetzt. Diese hätte, glaubt Wächtershäuser, sogar schon einen primitiven Stoffwechsel antreiben können. Chemiker haben im Labor Bedingungen seiner Eisen-Schwefel-Welt nachgestellt und in der Tat einige organische Moleküle erzeugen können. Der Streit zwischen den Theorien ist noch nicht entschieden, zumal der Ursprung des Lebens mit der Entstehung von Eiweißen längst noch nicht erklärt ist. Die meisten Biologen definieren Leben als Fähigkeit zur Selbstvermehrung, also als Vermögen, eine mehr oder minder getreue Kopie seiner selbst zu bauen. Erst eine solche Kontinuität macht die von Charles Darwin postulierte Verwandtschaft aller Lebewesen bis zum Menschen möglich. Damit braucht Leben aber einen Informationsträger, den alle heutigen Organismen im Erbmolekül DNS besitzen. Die DNS stellt die Verbindung zu den Eiweißen her. In ihr ist die Abfolge der Aminosäuren und damit der Aufbau der Eiweiße niedergeschrieben. Entschuldigung, jetzt muss ich erstmal Bäuerchen machen. Wer das Leben erklären will, muss auch darlegen, wie die DNS entstanden ist. Etwas einfacher, aber nach dem identischen Prinzip gebaut, ist ihr Schwestermolekül RNS. Es hat die Aufgabe, die Information von der DNS zu den Ribosomen zu tragen, also zu den Mechanismen in den Zellen, die aus Aminosäuren Eiweiße zusammensetzen. Forscher konnten zeigen, dass Bestandteile der RNS unter ähnlichen Bedingungen wie in Millers Ursuppenexperiment spontan entstehen und sich an Mineralien anlagern können. RNS, DNS, wer es nochmal genauer wissen will, erste Geschichte, zweite, dritte Geschichte zur Weltgeschichte, dort sind solche Begriffe erklärt oder halt mal googeln.
Und da haben wir ein Bild dazu. Einschlag eines Meteoriten auf die Erde. So könnten Bausteine des Lebens auf unseren Planeten gekommen sein. Ja, da sehen wir, wie selbst über solche elementaren Dinge, die ja Milliarden Jahre her sind, immer noch gestritten wird, wo sich keiner herausnimmt, außer Dummköpfe, die einzige Wahrheit zu kennen. Aber unsere Klimakatastrophen-Szenerie, Untergangsszenerie, Forscher und Wissenschaftler in Anführungszeichen, die meinen, aus Daten der letzten 100 bis 150 Jahre der Erde uns erklären zu können, dass wir Menschen durch unser Tun und Handeln die Erde zum Untergang bringen. Irre, irre. Und deswegen tut man auch wahrscheinlich gerade hier in Deutschland momentan das Bildungssystem zu ruinieren mit Quereinsteigern, die in Crashkursen zum Lehrer gemacht werden. Dümmliche Theorien, Lehren etc., Genderforschung und all so ein Schwachsinn, um die Leute so dumm zu machen wie im Mittelalter, wie vor dem Mittelalter, dass sie alles glauben, was die Obrigkeit ihnen erzählt. Wer daran nicht glaubt, verschwindet im Fegefeuer. Weiter geht's mit um 3200 Millionen Jahre oder aber auch 3,2 Milliarden Jahre. Halt, ich sehe gerade, kurz, stopp. Randbemerkung ganz rechts ist vorher. Um 3100 Millionen Jahre. Nee, doch, stimmt, war doch nicht. Wir müssen ja rückwärts denken. Nochmal. Um 3200 Millionen Jahre bis 2100 Millionen Jahre. Oder aber auch 3,2 Milliarden bis 2,1 Milliarde Jahre vor heute. Festlandskerne wachsen weiter. Die bereits vorhandenen Festlandskerne, in Klammern Kratone, Klammer zu, wachsen durch die Anlagerung von Gesteinen. An ihren Rändern dringen sie in die Ozeane vor. In ihrem Inneren erheben sie sich über den Meeresspiegel. Dieser Prozess wirkt selbst verstärkend. Je größer und höher ein Kraton ist, desto mehr Abtragungsschutt fällt an, aus dem neue Trümmergesteine entstehen. Einer der ältesten Festlandskerne der Erde liegt in Südafrika. Dort werden mehr als 3000 Millionen Jahre alte Gesteinsserien von jüngeren Sedimenten überlagert, die sich im flachen Meer gebildet haben. Darauf folgen noch jüngere Trümmergesteine, die in den Becken des Landesinneren entstehen und den Übergang von Meeres- zu Festlandsablagerungen markieren. Und an solchen Stellen kann man nichts, gibt es keine besseren Beispiele, als zu sehen, wie sich die Erde verändert hat, wie extrem Meeresspiegel gestiegen und gefallen sind, wie aber auch der Meeresspiegel sich dadurch verändert hat, weil sich die Landmasse gesenkt oder gehoben hat oder halt durch solche Gesteinsbildungen ja, aufgebaut hat. Und dann sagt man, es ist nur der steigende Meeresspiegel. Man lässt aber außer Acht, dass auch die Landmasse sich senkt und hebt. Das hat man komischerweise in der Weltuntergangsszenerie, die man uns jeden Tag jetzt verkauft, noch nicht so richtig angesprochen, ne? Vielleicht hat sich auch die Landmasse um einen gewissen Prozentsatz gesenkt. Und dadurch sind an gewissen Stellen die Meeresspiegel in Anführungszeichen optisch gestiegen, aber in Wirklichkeit fast gleich geblieben. Ja, hier haben wir noch ein Bild dazu. Felsformationen im sibirischen Jakutien, auch in Nordamerika, Südamerika, Europa und Nordasien entstehen Kratone, deren Verfestigung vor etwa 2100 Millionen Jahren abgeschlossen ist. So sieht dann das Ergebnis einer, ja, Metamorphose des Gesichts der Erde aus.
aus einst flachen Gegenden türmen sich heute riesige Gebirge und Berge auf. So, jetzt müssen wir dazwischen gehen. Ich wusste doch, irgendwo hatte ich gestern beim Durchgucken gesehen, oh, musste vorsichtig sein, da kommt eine Randbemerkung vorher. Jetzt sind wir richtig. Um 3.100 Millionen Jahre oder aber auch 3,1 Milliarde Jahre vor heute in den Ton- und Hornschiefern der südafrikanischen Fig-Tree-Serie versteinern kugelförmige sowie aus Fäden bestehende Lebewesen. Dank günstiger Erhaltungsbedingungen lassen sich heute in den Wänden der Organismen noch Kohlenwasserstoffe nachweisen, die auf einen ursprünglich organischen Aufbau der Fossilien hinweisen. Die Struktur der Funde erinnert an die der heutigen Blaualgen. Und jetzt geht's hier weiter. Um 3000 Millionen Jahre vor heute oder aber auch 3 Milliarden Jahre vor heute. Brasilien erlebt Umschichtungen. Die Landmasse, die das heutige Brasilien bildet, wird durch drei tektonisch aktive Phasen neu gestaltet. Die erste dieser Phasen wird als Guriense bezeichnet und setzt vor 3000 Millionen Jahren ein. Die zweite sogenannte transamazonische Phase beginnt vor 2100 Millionen Jahren. Sie wird schließlich von der letzten aktiven Phase, in Klammern Brasiliano genannt, abgelöst, die bis an die Kambrium-Ordovizium-Grenze um 500 Millionen Jahre vor heute heranreicht und die tektonische Entwicklung eines Teils des Superkontinents Gondwana bestimmt. Im Zuge dieser massiven geologischen Umwälzungen entstehen gewaltige Minerallager. Und da geht's weiter, noch einmal. Um 3000 Millionen Jahre oder aber auch 3 Milliarden Jahre vor heute. Goldlager in Südafrika. Während der Verfestigung des südafrikanischen Festlandskerns lagern sich westlich der heutigen Stadt Johannesburg die berühmten Goldseifen ab. Seifen sind Sande bzw. Kieselablagerungen, in denen sich spezifisch schwerere oder verwitterungsbeständigere Mineralien angesammelt haben. In flachen Becken beginnt sich vor 3000 Millionen Jahren Verwitterungsschutt aus den umliegenden Bergen zu sammeln. Ähnlich wie bei der Ablagerung von Uraninit erfolgt eine Sortierung nach der Dichte. Durch mehrfache Umlagerung, wie sie für die Schotterbänke von Flüssen typisch ist, kann die Intensität dieser Sortierung noch zunehmen. Die Ablagerungen bei Johannesburg enthalten zwar nur einen kleinen Anteil an schweren Goldsedimenten, dennoch gelten die südafrikanischen Goldlagerstätten als die bedeutendsten der Erde. So stammen etwa 2/3 der gesamten heutigen Goldproduktion aus Südafrika. Gold kommt in der Natur meistens in reiner Form vor. Selbst kleine Körnchen des seltenen und begehrten Metalls sind sehr schwer. Sie lagern sich deshalb zusammen mit zahlreichen größeren, allerdings ähnlich schweren Gesteinspartikeln, in Klammern Kies und Geröll, Klammer zu, ab. Bei der Gewinnung von Gold nutzt man die Eigenschaften, die zur Entstehung der Lagerstätten geführt haben. Werden goldhaltige Gesteine gleichmäßig zerkleinert und dann in fließendem Wasser gespült, können die wertvollen Goldkörnchen von den anderen Bestandteilen getrennt und ausgewaschen werden. Ja, die Bilder kennen wir alle noch aus alten Western oder solchen Dingen wie Goldrausch nach Alaska, wo die Glücksritter nach Gold suchend nach Alaska gezogen sind. Damals mussten sie allerdings für diesen Goldrausch, für dieses gelobte Land, um reich zu werden, noch ein bisschen was tun.
nämlich in Bergen krabbeln, in Flüssen graben und waschen. Heute brauchen sie bloß nach Deutschland zu kommen. Dort kriegen sie das freie Haus vom Sozialamt hier in Deutschland. Ja, und von Frau Merkel und Co. Das ist das goldene Land Deutschland heute. De Oro. Das Terra de Oro Deutschland heute. Und damals, was das Gold war, was in der Erde lag, liegt heute in unseren Sozialkassen. Hier haben wir noch ein Bild dazu. Südafrikanischer Bergmann in einer Goldmine. Die Goldkonglomerate im Witwatersrand machen Südafrika zum größten Goldproduzenten der Welt. Rund die Hälfte der weltweit vermuteten Goldreserven ruht in Südafrika. Wollen wir sehen, was die eigentlich alles für Möglichkeiten hätten. Müsste eigentlich das reichste und friedlichste Land der Welt sein. Aber wir wissen, trotz dass es jetzt dort keine Apartheid mehr gibt, ist es genau umgekehrt. Verbrechen, Mord und Totschlag, Superreiche und Superarme und. Trotz, dass dort die guten Schwarzen jetzt regieren. Und da war noch ein Bäuerchen. Und schon geht's weiter. Und jetzt sind wir unter die 3000 Millionen. Kommen wir jetzt endlich. Um 2900 Millionen Jahre oder aber auch 2,9 Milliarden Jahre vor heute. Kristalle von großer Schönheit. Im Zusammenhang mit den ersten Gebirgsbildungen entstehen zahlreiche Erzlagerstätten. Aber auch vielgestaltige Kristalle von atemberaubender Schönheit und großer Seltenheit. Die Abkühlung der Gesteinsschmelzen auf der Erde führt zur Ausbildung ausgedehnter, gleichförmiger Gesteinskörper. Diese haben schmale Risse und kleine Hohlräume, in die heiße Flüssigkeiten eindringen, die bei der Gesteinsbildung übrig geblieben sind. Bei weiter sinkenden Temperaturen bilden sich aus diesen Flüssigkeiten nun allmählich Kristalle. Und da haben wir ein Bild dazu. Kunstwerke der Natur. Silber-Nitrat-Kristalle unter dem Mikroskop in polarisiertem Licht. Ja, so sieht das dann aus. Farbenprächtig. Farbenprächtig. Ohne chemische Zusatzstoffe oder irgendwas. Rein durch die Natur entstanden. So sieht das dann aus. Weiter geht's. Um 2800 Millionen Jahre vor heute oder aber auch 2,8 Milliarden Jahre vor heute. Erdkruste bildet sich. Die Hauptphase der kontinentalen Krustenbildung beginnt in den folgenden 300 Millionen Jahren. In den folgenden 300 Millionen Jahren. Nochmal, jetzt muss ich mal anfangen. Die Hauptphase der kontinentalen Krustenbildung beginnt. Punkt. In den folgenden 300 Millionen Jahren entstehen etwa 70% der heutigen Erdkruste. Der in Etappen ablaufende Prozess setzte bereits um 3800 Millionen Jahre ein. Die Bildung der kontinentalen Kruste ist noch heute im Gange. Durch Plattentektonik und enorme Wärmemengen schmelzen Landmassen an einem Ort zusammen, während sie an anderer Stelle auseinandergerissen werden. Ja, wie ich sage, nicht nur die Meeresspiegel verändern sich, sondern auch die Platten, die Tektonik arbeitet, hebt unter Umständen Landmassen an oder lässt sie absinken. All das kommt in unserer heutigen Klimakatastrophentheorie und ja, Sintfluttheorie komischerweise nie zur Sprache und kommt da nie vor von unseren seriösen Wissenschaftlern. Um 2800 Millionen Jahre vor heute oder aber auch 2,8 Milliarden Jahre vor heute. Älteste Granite in Finnland.
Im baltischen Schild durchsetzen Orthogneise die sogenannten Kumo-Ilomantsi-Schiefer. Tektonische Prozesse transportieren dieses Metamorphosegestein nach Ostfinnland, in Klammern Karelien, Klammer zu. Damit sind die Kumo-Ilomantsi-Schiefer die ältesten Granite neben den nordschwedischen Rastojaure-Graniten, die vor etwa 2750 Millionen Jahren entstehen. Möglicherweise stammen auch die roten und grauen Gneise des südwestschwedischen Raums aus dieser Zeit. Und jetzt kommen wir zum letzten heute. Und da wird etwas geboren. Ja, nicht nur Kinder werden geboren, sondern auch, ja, das Gebilde der Erde wurde geboren. Um 2700 Millionen Jahre oder aber auch 2,7 Milliarden Jahre bis 2500 Millionen Jahre oder aber auch 2,5 Milliarden Jahre vor heute. Die Geburt Kanadas. Im Bereich des heutigen Kanada entstehen kleine Festlandskerne, in Klammern Kratone, Klammer zu, die durch Sedimentation und Gesteinsmetamorphose nach und nach mit den bereits vorhandenen Schollen der Erdkruste zum kanadischen Schild zusammenwachsen. Der kanadische Schild umfasst das heutige Ostkanada sowie Grönland und ist das Kernstück des nordamerikanischen Kontinents. Gegen Ende des Archaikums, 4000 bis 2500 Millionen Jahre vor heute, Klammer zu, gibt es in Nordamerika zwei größere Festlandskerne. Zum einen hat sich die Superior-Provinz gebildet, die einen Bogen im Bereich östlich und südlich der heutigen Hudson Bay beschreibt und bis nach Minnesota zu verfolgen ist. Zum anderen existiert die deutlich kleinere Slave-Provinz im Norden des heutigen Kanada. Aus der etwa 1000 Kilometer breiten Meeresstraße zwischen der Superior- und der Slave-Provinz steigen nun kleine Festlandskerne wie Inseln auf. Sie haben einen Durchmesser von maximal 300 Kilometern und bilden eines der ältesten Inselreiche der Erde. In die zunächst noch verbleibenden Meeresarme und Buchten ergießen sich mächtige Ströme aus Lockermaterial, die sich im Wasser ablagern und dabei verfestigt und deformiert werden. Allmählich wachsen die Inseln durch diese Sedimentationsvorgänge ins Meer hinaus und die Tiefen der Meeresbecken nehmen ab. All diese Prozesse verstärken sich und werden somit durch die zunehmende Größe der Inseln immer intensiver. Die Inseln bilden jedoch zu dieser Zeit noch keinen zusammenhängenden Kontinent. Zwischen der Slave- und der Superior-Provinz bleibt noch für mehrere hundert Millionen Jahre eine Meeresstraße bestehen. Na, schau an, das heutige Kanada, das bestand aus vielen Inseln und aus zwei verschiedenen Landmassen, die durch eine Meeresstraße getrennt waren. Heute ist es eine einzige Landmasse mit oben der Hudson Bay, die da so ein bisschen reinbricht, wenn man so sich die Landkarte anschaut. Ja, aber heute wollen uns kleine Kretas, angeblich seriöse Wissenschaftler und Politikerinnen und Politiker erzählen, dass sie all diese Vorgänge in der Welt stoppen können und die Welt so bleibt, wie wir sie heute haben. Schwachsinn, Schwachsinn. Hier haben wir noch ein Bild dazu. Seenplatte im kanadischen Schild, der aus mehreren Festlandskernen besteht. Da sehen wir mal Kanada von oben. Ich tue wieder so ein bisschen drehen. Mit der Lichteinfall unterschiedlich ist, ein bisschen weiter weg. Kommt mehr Licht rein, sieht man vielleicht die Farben besser. So sieht Kanada heute aus. Ja. Und damit sind wir durch für heute. Und heute sind wir ein ganzes Stück vorwärts gekommen. Bis 2,7 Milliarden Jahre vor heute. Also
Da hat sich schon einiges getan. Ja, jetzt haben Sie vielleicht gehört, dass meine Milch umgefallen ist, muss ja noch wegwischen. Na gut, passiert, passiert. Gut, ja, ich hoffe, das war trotz alledem, dass es wieder viel ja, Theorie auch ein bisschen dabei war. Interessant, ging heute ums Leben. Es ging um die ersten Entstehungen von Erdteilen, wie wir sie heute kennen, die Anfänge davon. Und ja, ich kann es immer noch wiederholen. Wenn man sich das alles genau anschaut, kann man mit den Fridays for Future Kinderchen über das reden, was sie leider nicht wissen, weil sie ja die Schule schwänzen. Und vielleicht werden sie dann etwas ruhiger. Ja, dann hoffe ich, dass euch das Video auch heute wieder gefallen hat. Und wir uns morgen wiedersehen und hören. Und dann, und wenn es geht, bei allen drei Portalen, bei VK.com, bei YouTube und bei Facebook, sofern es der Facebook-Gott will. Und damit verbleibe ich, wie immer, mit haltet die Ohren steif, bleibt kämpferisch, ciao, ciao, euer Egon.